Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel XCOM 2. Wir haben eine Kameradschaft Level 2 verfügbar, sobald das Trainingszentrum gebaut ist. Geh mal da rein. Sobald die Vorräte da sind, bauen wir eine Werkstatt. Und wir sind sehr erfolgreich zurück aus unserer letzten Einsatz. In 3 Tagen können wir unsere neuen Vorräte uns schnappen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dann auch... Oh, das Avatar-Projekt. Einen Schritt weiter. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Aber es ist uns wenn wir sie gerade egal. Müssen wir uns beeilen. Ausbildung abgeschlossen. Da gehen wir gleich rein. Und die Vorratslieferung ist auch fertig. Brauchen wir Informationen? Brauchen wir gemischte Beute? Brauchen wir Vorräte? Ich sag, wir gehen in die gemischte Beute rein und schauen später den Kontakt an, den wir da aufbauen können. Aber erstmal, hoppla, so weit will ich nicht zurück. Energierelais dauert ja auch. Dauert auch. Ellentrümmer werden 1 Tag entfernt, dann ist ein Ingenieur bereit, den wir dann hier einsetzen können. Waffenkammer, verwundet 1, verfügbar 2. Dann gibt es eigentlich nicht so viel zu tun, ne? Erstmal nicht. Wir gehen hier weiter in die gemischte Beute. Alien-Trümmer sind fertig. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Energierelais könnte gebaut werden. Machen wir nicht. Ich will das Trainingszentrum so früh wie möglich haben. Um diese Stufe 2 Kameradschaft freizuschalten. Bei der ich gar nicht genau weiß, was sie machen kann. Unsere gemeinsame Aktion ist abgeschlossen. Ramos, Egonson sind zurück. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Milum 4 angestiegen. Zusammenhalt mit Egonson gestiegen. Wunderbar. Neue verdeckte Aktion. Informationsbeschaffung, Forschungsdurchbruch. Prattle Mox retten. Habe ich gerade keinen Sinn für. Vorräte? 22 Vorräte und ein Ingenieur. Ich glaube, ein Ingenieur ist mehr wert. Zielsicherheit plus 4, wenn wir da reingehen. Egonson muss mal wieder normalen Einsatz machen. Wir schicken dort einen unserer RekrutInnen hin. Und wer kann Zielsicherheit gebrauchen? Einer unserer angehenden Scharfschützen. So sieht es nämlich aus. Alien-Legierung werde ich nicht einsetzen. Wenn jemand von denen verwundet wird, ist halb so schlimm. Aktion. Meine Leute werden diese Aktion siegreich durchführen. Dann blinkt die Waffenkammer wie wild, weil es neue Fotos gibt. Ja, danke auch. Und weil wir Soldaten befördern können. Die Rekrutin wird zur Grenadierin. Ja dann. Können wir neue Rekrutinnen brauchen? Sag mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Reicht das? 21? Ja, wenn wir sie brauchen, holen wir. Also aktuell läuft's ja. Ne? Trainingszentrum. Endlich, Einrichtung ansehen. Commander, diese Einrichtung gestattet unseren Soldaten das gemeinsame Training zur Stärkung ihrer Bindungen und lässt sie ihre im Kampf gewonnene Erfahrung zum Erlernen neuer Fähigkeiten nutzen. Jusbik und Boas können ihre Kameradschaft durch Training im Trainingszentrum stärken und so zusätzlich taktische Vorteile erhalten. Sie stehen während des Trainings jedoch 3 Tage lang nicht zum Kampf zur Verfügung. Willst du fortfahren? Ja, klar. Vorteile, verdeckte Soldaten. Die gemeinsame Einsatz bei einer verdeckten Aktion reduziert deren Dauer um 1 Tag. Hilfestelle 1. Dieser Soldat erhält einen Bonus auf Zielen, wenn sein Kamerad das Ziel des Soldaten angegriffen hat oder von diesem angegriffen wurde. Ein extra Bonus wird gewährt, wenn der Kamerad neben ihm steht. An meiner Seite. Wenn dieser Soldat einen Zug direkt neben seinem Kameraden beendet, wird dieser automatisch von allen negativen mentalen Effekten befreit. Wow! Hast du das gewusst? Ist noch nicht. Bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Das heißt, wir können die Fähigkeiten, die wir jetzt bisher vergeben haben, neu ausrichten. Kostet ein bisschen Zeit wahrscheinlich, aber brauchen wir gar nicht. Fähigkeiten trainieren. Kann ich jetzt zum Beispiel immer Dupont was zu schustern? Gesperrt. Sammle mehr Kampferfahrung. Okay.
Das heißt, Ian kann was Neues machen. Kann nicht nur Sturm und Schuss, kann es auch tot von oben. Das Ausschalten eines von der niedrigen Position befindlichen Ziel mit Schrotflinte erfordert nur eine Aktion, beendet die Runde nicht. Aus einer erhöhten Position ist er schon sehr speziell. Wächter aber jedem erfolgreichen Feuerschutzschuss besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss abgefeuert wird. Schattenangriff erhalte plus 25% zusätzliche Zielsicherheitsangriff verborgen bis zum 25% kritische Chance. Nee, Phantom, wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Geht so. Ist jetzt nichts dabei, wo ich direkt sage, risch, gutes Zeug. Revitalisierungsprotokoll. Wir haben hier Übernahme und wir haben einen heftigen Schuss. Hier auch Tod von oben. Und Medi-Protokoll. Wir haben praktisch die Möglichkeit für 21 Punkte einen Allrounder-Supporter zu machen, der nicht nur offensiv gut ist, sondern auch beim Support defensiv. Ne? Wenn du all deine Aktionen auf eine Bewegung verwendest, erhältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutzschuss. Wenn du all deine auf eine Bewegung Wachsamkeit, auf eine Bewegung, heißt das auf einen Schuss, ne? Oder auf einmal nach vorne rennen und dann hast du einen Feuerschutz. Nach vorne rennen und Feuerschutz wird sich ja eher anbieten. Schieß mit einer 15-Position, die schießt du automatisch nochmal drauf. Ist auch nicht verkehrt. Feuer wieder, mit der feindlichen Beschuss stehst. Und der feindlichen Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Waffe des Typs Pistole zurück. Passiert selten. Wenn, dann würde ich den Kettenschuss sehen, sobald wir unsere Waffe verbessert haben. Und was gibt's für den Grenadier Feines? Wenn du diese Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Aha. Besteht dann trotzdem Feuerschutz? Geht beides? Man weiß es nicht. Templer kann das sowieso Zeug machen. Nachbeben. Von Volt getroffene Ziele sind einfacher zu treffen, dann erhöhen die Zielsicherheit deines Trupps gegen das Ziel um plus 15. Vom ganzen Trupp? Wow. Verstärken. Markiert ein einzelnes Ziel mit einer psionischen Linse, sodass es 33% zusätzlichen Schaden durch eine bestimmte Zahl zukünftiger Einzelzielangriffe nimmt. Verbraucht einen Fokus. Klingensturm. Kostenloser Angriff mit der Waffe Splitter auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Das hört sich richtig gut an. Das nehmen wir vielleicht mit vor deinem nächsten Einsatz. Und beim Schnitter gibt's nichts Neues. Da haben wir schon Zeug ausgewählt. Okay. Was ist das große rote Ding? Negative Eigenschaft erlangt. Never die Boris. Atychiphobie. Chance auf Panik bei einem Fehlschuss. Schade. Das sollte man mal in die Therapie. Maximaler Energieverbrauch Werkstatt. Erreicht. Nicht genug Energie, weil das Energielabor, genau, noch nicht fertig ist. Trainingszentrum. Ah, hier ist ein Wissenschaftler. Und hier bei der Guerilla-Taktik-Schule. Ah, hier sind Soldaten, keine Wissenschaftler. Okay, wir haben 400 Vorräte. Sobald das Bau des Labors fertig erforscht ist, bauen wir das, glaube ich. Einsatzbereit. Avenger Energiekapazität plus 3. Einrichtung ansehen. Super. Wir können es verbessern, wenn wir das machen wollen würden. Wir können aber auch die nicht abgeschirmte Energiespule hier wegnehmen. Energierelais hier. Dreimal Energierelais oder so. Wie viel haben wir denn jetzt? 3 mehr. Dann bauen wir hier die Werkstatt rein. Die Kommunikationszentrale brauchen wir aber auch. Danke, Commander. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Für 80 Vorräte, das sie verbessern, verbessert. Ja. Und jetzt brauchen wir aber noch 30 Vorräte für die Kommunikationszentrale. Mach mal. Kriegen wir hin. Holen wir uns. Bei der gemischten Beute.
Das wird sich noch als wichtiger Durchbruch erweisen. Alien Biotechnologie inspiriert. Ein Tag. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Was ist jetzt los? Ah, die Alien Biotechnologie. Neues Ziel hinzugefügt. Untersuche Advent-Offizier-Leichnam. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Obwohl ich selbst wir dürfen die körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Gauss-Waffen wären nicht verkehrt, um die Scharfschützen zu verbessern. Widerstandsfunk. Durch den Nachbau der Kommunikationsausrüstung, die wir auf Avenger entwickelt haben, sollen wir in der Lage sein, Relais am Boden zu errichten, um eine große Reichweite und Falle zu vergrößern. Die größere Abdeckung wird uns erleichtern, einige der abgelegenen Regionen für das Hauptquartier zu erreichen. Das ist ja später gegebenenfalls cool. Die gesichtslosen Autopsie ist mit 11 Tagen zwar teuer, aber gibt uns den Mimic Beacon, wie er auf Englisch heißt. Das heißt, wenn wir den mitnehmen, müssen die Aliens immer den Mimic Beacon angreifen anstatt uns. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Psionik braucht man nicht, wahrscheinlich bis zum Schluss nicht. Advent Offiziersleiche, um die Story weiter voranzutreiben, brauchen wir auch nicht. Also es sind entweder die Gauss-Waffen 8 Tage oder die gesichtslosen Autopsie, aber ich würde sagen, die gesichtslosen Autopsie ist gerade, was wir brauchen. Mit diesem Mimic Beacon sind wir unglaublich stark. Wir haben niedrige Einnahmen, nicht zugewiesenen Ingenieur. Dann stelle ich mal da rein. Das Labor würde ich hier unten irgendwo sehen. Hier ist ja alles schon zu. Hier, ja. Wir räumen hier frei. 30 Tage. Eider. Bütscheldütschel. Wir schauen nochmal nach dem nächsten geheimen Einsatz. Oder verdeckten Einsatz. Charlie. Auch hier unten hin dazu setzen. Jetzt mag die Maus wieder nicht. Okay, wir haben uns gefangen. Und holen uns erstmal die gemischte Beute und das Kameradschaftstraining ist gleich fertig. Nach ihrem gemeinsamen Training im Trainingszentrum haben diese beiden Soldaten ein noch besseres Verständnis füreinander. Wenn wir sie weiter gemeinsam aufs Schlachtfeld schicken, werden sie noch effizienter. Wir haben einen fortschrittlichen Mehrlader bekommen. Und nächste Kameradschaftsstufe erreicht. Sehr cool. Das war's. Das war die gemischte Beute. Wir haben einen Mehrlader bekommen. Wow. Oh, wow, wow, wow. Vorratslieferung in 4 Tagen. Wir gehen nach Neu Mexiko für plus 90, 40 Info, die haben wir, haben so viel Info. Ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie und dann werden wir komplett Nordamerika Commander, zu uns holen. Bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle 178 Vorräte, Mittel, Schwierigkeitsgrad. Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Nehmen wir mit. Auf den ostamerikanischen Bezirk. Das war doch mal ein... Eine gute SimCity-Runde. Wenn wir dich mitnehmen, werden wir dich verbessern, habe ich gesagt. Und wir nehmen dich mit. Mal gucken. Ich sehe ja erstmal unsere beiden. Müde, alle müde. Okay, Egonson geht mit. Geht voraus. Egonson ist mit wem cool? Mit Letos. Okay, Letos, sorry, da musst du mit. Da musst du mit. Letos, du bist, wie bist du denn aufgestellt? Offensiv? Waffenverbesserung. Du kannst dann mehr Lader. Naja, eigentlich nicht. Du wirst jetzt nicht so viel schießen. Soldatenfähigkeiten. Genau, du bist offensiv. Übernahmeprotokoll. Bin uns auch wenig. Wir haben noch keinen. Haben wir schon einen Mac gesehen? Wenn du offensiv bist, dann können wir mit James Taylor.
der mit Dassel hat, der noch verwundet ist, arbeiten. Denn James ist, wenn mich nicht alles täuscht, für einen Support zu haben, nicht wahr? Ja, Medi-Protokoll. Dann brauchen wir natürlich einen Scharfschützen. Moment, sei es verdeckte Operation Levin. Nee, wir nehmen unseren zweitbesten Scharfschützen. Pascal ruht sich noch aus. Und zu guter Letzt. Chipmunk ist müde. Sengir als Ranger ist vorne mit dabei. Das passt auch. Der ist übrigens mit noch niemandem verkameradschaftet. Nun gut. Wir haben bei Egonson die Möglichkeit, erstmal alles freigeben. Zack. Wieder eine Blendgranate mitzunehmen. Bringt das was, die Blendgranate bei Egonson? Ich sehe hier vorne die Nanoschuppenweste. Ich sehe bei Egonson die Blendgranate. Ja. Dann haben wir 3 Granaten am Start. Support. 2-mal Support wäre besser. Hier wäre das Medikit besser aufgehoben, oder? Nein, doch nicht raus. Bestätigen. Oh, lass mich jetzt nicht alles im Vor... Er lässt mich alles von vorne machen. Wie kann man so gemein sein? Egonson und Stitch, nicht wahr? Jawohl, ja. Dann haben wir James, der das Medikit bekommt, weil er supporttechnisch unterwegs ist. Und Sengir als Ranger ist schon dabei. Wen haben wir noch mitgenommen? Sag mal, bin ich mit Schucke? 2 Support, Grenadier, Scharfschützen brauchen wir. Juswick ist müde. Kieran Robertson. Ja, der muss es gewesen sein. Der wiederum mit noch niemandem verbündet ist. Okay. Okay. So können wir loslegen. Hoffe ich doch. Viel Erfolg uns. Guten Einsatz. Gute Truppe. Sollte laufen. Skyranger, da kennen wir nichts. In Position für den Einsatz. Guerilla Chemia. Bei einer Erkundungsoperation haben unsere Freunde vom Widerstand kürzlich Signale von einem riesigen Psi-Transmitter empfangen, den Advent in diesem Gebiet betreibt. Wir gehen davon aus, dass eine Zerstörung des Transmitters bei bestehendem Anschluss an ihr Netz zu katastrophalen Ausfällen in der Region führen wird. Genau das werden wir also tun. Okay, hier geht es wirklich nur darum, die eine ist ein bisschen... Das ist ein bisschen arg zurückzuwerfen. Advent hat einen Psi-Transmitter errichtet, der direkt in ihr primäres Netzwerk eingebunden ist. Unserer Aufklärung nach würde seine Zerstörung auch die verbundenen Systeme schwer beschädigen. Platzieren Sie die Sprengsätze, bevor Sie den Stecker ziehen können. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Übernahmeprotokoll. Wieso geht das nicht? Du kannst robotische oder mechanische Feinde mit einem Kremlin für einen Hackversuch anvisieren. Kein Ziel verfügbar, weil er zu weit weg ist, oder wie? Stimmt, er hat nur Blick auf ihn, aber nicht auf die Megamechanik. Okay, aber wir können uns ja nach und nach nach vorne bewegen und werden hier nicht gesehen, nicht wahr? Nicht wahr? als Scharfschütze soll sie vielleicht nicht ganz nach vorne gehen. Als Ranger dagegen schon. Du kannst auch hier hoch, wie ich sehe. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Wenn wir in 4 Runden das ausschalten sollen und das in der Ecke liegt, dann können wir da schon ein paar Meter vorgehen, würde ich sagen. Mach das mal. Okay, wir wurden nicht entdeckt. Wir können mit Egonson in diese Ecke, haben vollen Schutz.
James, du kommst hier hin. Das ist unsere Angriffsecke. Und hier gehen wir weiter vor. Sind da immer noch in Sichtschutz und können dann hoffentlich in der nächsten Runde das Übernahmeprotokoll anschmeißen. Und haben hier, glaube ich, eine. Nee, hier bist gut. Für die Scharfschützen-Support-Unterstützung. Der Pistolenfeuerschutz, falls man überhaupt brauchen. Die beiden gehen hier hin. Ich würde ihn schon gerne übernehmen. Wenn es nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich so gar nichts gewonnen. Es geht ja schon weit weg, leider. So weit weg, dass wir wieder nicht übernehmen können. Wie sieht es da oben aus? Hier sehen wir auch nirgendwo was von den beiden. Aber wir müssen uns ja schon nach vorne bewegen. Ist ja wieder ein getimter Einsatz. Wir können aber mit Egonson zum Beispiel weiter hier vor, um in der nächsten Runde die Rüstung zu zersprengen. Dann würde ich vorschlagen, geh hier rüber, mach Platz, wobei die Frage ist, ob du da überhaupt was siehst. Nee, ne? Geh in den Feuerschutz. Support ist von hier oben sehr gut möglich. Und hier ist die Frage, ob du ums Eck möchtest. Wir haben hier noch die Möglichkeit, auf das zu schießen. Würden dann entdeckt werden. Das möchte ich nur ungern. Aber hier ums Eck hast du auch wenig vor. Du bist schon weit weg, ne? Du kommst ein paar Schritte mit vor. Mit deiner verbesserten Pistole kannst du ja auch unterstützen, falls es sein muss. Und Stitch kann Egonson jetzt die Möglichkeit geben, einmal hier drauf zu schreddern. Aber sehe ich diese Runde eigentlich noch nicht. Dann würde ich eher sagen, gehst du hier Risiko darüber. Jetzt wäre das Übernahmeprotokoll möglich. Wenn ich jetzt draufklicke, mach das dann direkt oder bekomme ich erstmal die Möglichkeit, überhaupt zu starten? Versuche die Kontrolle zu erlangen. Wenn es halt nicht geht, dann haben wir da echt ein Problem. Außerdem will ich das auch gar nicht diese Runde. Sondern frühestens in zwei Runden. Boah, jetzt gehen sie da rein oder was? Okay, wir wissen dann aber wenigstens, dass er da steht. Das heißt, wenn wir hier mit einer Granate drauf gingen, dann würden wir durch die Wand schießen können. Was bedeutet für euch zum Beispiel, dass ihr jetzt hier runterkommt. Ja. Können auf die Energietransmitter schießen. Aber dann würde ich echt sagen, Splittergranate abfeuern und hier reinballern. Ja, machen wir auch. Du bleibst hier. Alle anderen gehen in den Feuerschutz und dann sollten wir die beiden hoffentlich zerstört bekommen, auch wenn du hier dich positionierst für den Feuerschutz, dann wird das nichts mit der Übernahme. Dann let's go for it. Netzwerktrennung wurde wie erhofft vorübergehend verschoben. Und haben sogar noch ein kleines Netzwerkknotenpunkt mitgenommen. One man down. Ich hoffe mal, dass es auch für den Mac nochmal 5 Schaden. Hinterhalt, Trefferpunkte. Wir können hier hin und uns noch eine Runde 3
Essence. Du kannst auch. Ja. Aber dann würde ich vorschlagen. Ja, von hier wird es schwierig, ne? Gehst du weiter vor? Du kannst auch von ganz hier hinten. Ist die Frage. Gehen wir hier weiter vor? Wir brauchen dich schon da vorne irgendwo. Explodiert die Wand, wenn wir hier bleiben? Nee, ne? Können wir das irgendwo hier hochschicken? Hier oben. Bist du bestimmt gut aufgehoben, aber bringst aktuell auch nichts. Du kannst echt weit rennen, sag mal. Hier bist du noch besser aufgehoben. Okay. Waffe ab. Kann auch, glaube ich, alle Energiepunkte größtenteils uns gegönnt. Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Du kannst hier hoch. Dann mach das. Hier ist auch safe. Egonson. Geht erstmal hier hin. Guckt, ob mal irgendwas aufploppt. Das ist nicht der Fall. Kann hier nochmal. Dann machen wir das. Solange ruhig ist, solange keine Gegner in der Nähe sind, dann schnappen wir uns die. Da kommt eine Cobra und noch ein Mech und noch ein Feuerboy. Und dann schauen wir mal, ob das mit dem Übernahmeprotokoll möglich ist. Ist es nicht? Warum nicht? Weil der da hinten steht. Aha. War aber mehr am hier. So, total durcheinander. Auf der Seite haben wir einen Mech und eine Cobra. Und auf der Seite haben wir einen Feuerboy und zwei von denen. I see. Ja, dann gehe auf jeden Fall auf den Feuerboy. Für 75. Ja, für 79. Aber 5 bis 7. Tricky, tricky. Wir warten mal noch ab. Ob das wirklich die beste Option ist, wage ich zu bezweifeln. Wir haben 58% nur auf die Viper. Wir haben 4 die Möglichkeit drauf zu hauen, aber der könnte explodieren, will ich nur ungern. Tech Boy ist auch ein gutes Ziel. Egonson. Du kannst hier hinkommen. Hättest dann auch die Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu machen. Oder du gibst deinem Kameraden hier oben die Möglichkeit, zweimal zu schießen, falls das erforderlich ist. Dann komm mal erstmal in Deckung. Ansonsten hast du nämlich nur 50 und 49 auf ihn. Dann gönnen wir uns den Schuss hier. Viel Erfolg. Hat geklappt. Hat geklappt. Egonson kann jetzt nochmal was machen. Hier ist die Frage, ob wir einen Schritt weiter vor wollen oder ob wir mit dem Schwerthieb arbeiten. Egonson, James Taylor. Hilfsprotokoll, Kremlin-Heilung, 54%. Irgendwie bringt jetzt nichts zu flankieren. Flankierungsmöglichkeiten haben wir nicht. Wir können auch mal einen Schritt weiter vorgehen. Von dort schießen. Wir haben leider keine Granate eingesteckt, um die Deckung hier zu zerstören. Deswegen feuern wir. 50%, 6 Schaden. So, gefällt mir das. Jetzt könnten wir ihm auf jeden Fall einen Rest geben. Dann haben wir noch das Problem mit ist er denn auch desorientiert, wenn wir da drauf gehen? Ich glaube schon, oder? Was wir hier machen können. Nee, ich will eigentlich gar nicht weiter zurück. Ich möchte schon gern hier vor. Und die Frage ist, ob wir mit Mr. Robertson dann überhaupt hier kannst du beide treffen. Aber da bist du auch überhaupt nicht so weit. Ja, sind viel zu weit weg.
Mit der Pistole kannst du beide treffen. Dann komm hier hoch. Jetzt haben wir noch Egonson und Zengir. Zengir kann, wie gesagt, ihn auf jeden Fall treffen. Hat auch einigermaßen was an Trefferpunkten, dass er jetzt nicht sofort sterben würde, wenn der Mech auf ihn schösse. Und apropos Mech schösse, da geht man Feuerschutz. Egonson. Egonson, was ist da los? Jetzt. Daneben mal ein bisschen für die Katz. Aber auch daneben. Haben wir uns gut positioniert, würde ich sagen. So. Kremlin, Kremlin. Hier ist das Protokoll. Wo ist... Er hat keinen Blick auf ihn. Das nervt schon. Das Übernahmeprotokoll ist jetzt aber auch irrelevant geworden. Wenn es nur noch er alleine ist, bringt es ja nichts. Also können wir auch einfach mit unserem Scharfschützen feuern. Aber Egonson hat zersplitternde Munition. Das heißt, er geht nachladen. Wir haben noch 4 Runden bis zur Netzwerktrennung. Wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten hier mit ihm. Deswegen maximal 2 Schüsse, hoffe ich doch. Sehr gut, einmal Rüstung zerschreddert. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der 5 Schaden machen kann. Und das bist du. Sehr gut. Nachladen. Daneben. Okay. Minimum an Schüssen, sage ich doch. 4 bis 6. In 66% machen wir 5 Schaden. Aber auch hier erstmal nachladen. 92% nur noch. Weil wir nachgeladen haben, ist nur noch mit der... Ja. Der Schwerthieb muss wieder alles richten. Hätten wir auch gleich machen können. Wir kriegen wenigstens Loot. Entschafft. Sehr gut. Wir trauen uns ein bisschen weiter vor. Und schießen unsere Waffe einmal auf. Das Energierelais. James. Nach vorne mit dir. Denn wir gehen nicht davon aus, dass man hier auf irgendjemanden trifft. Hier oben ist kein Loch in der Wand. Dann müssen wir wohl runter, ne? Aber ich würde trotzdem lieber gerne erstmal nachladen. Und von hier aus beobachten, ob es was zu tun gibt. Mit unserem Scharfschützen, der jetzt mal wieder Pionierarbeit leisten muss. Klassiker. Dann kommt die Ecke. James kommt hier hin. Dann kommt Stitch auch hierher. Weil oben ist ja nichts. Wir bleiben mit dem Präzisionsgewehr hier. Laden bei Egonson nach. Let's go! Sehen, dass wir nichts sehen. Wir werden hier mutiger. Nehmen die noch mit. Wir registrieren keine weiteren Relais mehr. Noch mehr Zeit werden wir nicht bekommen, Commander. Danke für den Hinweis. In dem Fall ist es ja tatsächlich hilfreich. Ne? Wir positionieren uns hier vorne, so weit vorne wie möglich. Egonson geht an die Tür. Sobald wir die aufmachen, bricht die Hölle los, glaube ich. Sind hier im Vorraum. Können wir noch mal sprengen? Können wir hier die Wand reinsprengen? Von dort aus arbeiten? Schauen wir mal. Gehen hier noch mit an die Tür. Ah, wieder Pionierarbeit.
Hat noch jemand eine Granate? Du hast eine Granate. Damit könntest du theoretisch schon die Mauer hier aufsprengen. Nur wäre die Frage, ob im nächsten Schritt dann die Aliens kommen. Ne? Da hebe ich mir noch die hier lieber auf. Und mache hier die Tür auf. Okay. Kannst du nicht da drauf schießen? Siehst du das nicht? Das ist doch eine ganz klare Schusslinie. Sag mal. Was müssen wir machen? Sprengladung dran. Da mal 3 Runden für. Ich trau dem Braten nicht, ey. Okay, eine erhöhte Position nehmen wir immer mit. Support von hier oben finde ich auch gut. Noch mehr Support von hier oben ist noch besser. Hier Full Frontal Dingens, ne? Dann warten wir hier noch eine Runde, weil sobald wir hier das betreten, kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Feuerschutz mit 6 Schaden. Jetzt haben wir noch 2 Runden, uns um die 3 zu kümmern. Kriegen wir hin, oder? Was macht er denn? Okay, er hat hier oben tatsächlich die Schussmöglichkeit auf 2 von ihnen. 72 und 62. Er kann für 75% auf ihn. Er kann aber auch das Übernahmeprotokoll ausprobieren. Da hatte ich ja schon Bock drauf. Lass mal probieren. Vor allem, wie es läuft. Nur 55% für die Abschaltung. Bei gescheiter erhöht die Werte für Zielsicherheit und Verteidigung dieses Ziels. Wir gehen rein. Ja. Abgeschaltet. Für wie viele Runden? 2 wahrscheinlich. Das reicht ja dann glücklicherweise für die Netzwerktrennung. Dann haben wir hier schon mal 2 Runden. Dann haben wir 50% auf ihn. Pistole abfeuern. Für 78%. Das reicht schon. Na, kampfreich leider nicht. Egonson ist da zu weit weg, ne? Kann Egonson hier vor? Ja, kann er. X4 platzieren. Die X4-Ladungen sind aktiv, aber die Aliens arbeiten immer noch daran, den Transmitter zu isolieren. Schalten Sie alle Feinde aus, bevor Sie es schaffen. Ich kann ihm gar nicht. Wem kann ich denn Teamwork geben? Jo, ist so gut. 72% auf den Mac. Ja, müssen wir mitnehmen, bevor wir gar nichts machen. 21% auf ihn nur, wie gesagt. Und da oben sind wir zu weit weg, ne? Wir nehmen das hier auf jeden Fall schon mal mit. Dann haben wir in der nächsten Runde Easy Game. Hier die 21%, da weiß ich nicht. Können wir Run and Gun? Nee, können wir noch nicht. Können wir flankieren? Wir können hier in volle Deckung gehen. Haben dann 29%. Dann geben wir einen Feuerschutz. Halte ich hier, glaube ich, wird besser. Und hier auch ein Feuerschutz. Ach, Egonson, da gehen wir nochmal. Auch daneben. Jetzt wird's blöd mit dem Feuer. Da kann er beide treffen, wahrscheinlich. Oder nur Egonson.
aber daneben. Aber trotzdem ist er im Feuer, oder nicht? 75 für 7 bräuchten wir. Okay, machen wir gleich. Gefechtsprotokoll ist auch nicht verkehrt. Bei ihm 4 bis 5. Genügt das? Stromschlag. Benötigt Sichtlinie zum Ziel. Lass mal gucken, ob das dann hier gilt für Rüstung auch. Hätte noch nachladen können. Hat schon gereicht, oder? Ja, hat die Rüstung durchbohrt sozusagen. 56% für 4 bis 6. Hm. Ja, nehmen wir mit. Kritisch. Nice. Magellos, das war's schon. Es brennt zwar alles, aber wir haben die X4-Sprengladung erfolgreich platziert, haben keine Verletzungen davon getragen. XCOM sollten sich alle Bürger auf vorübergehende Stromausfälle in der ganzen Stadt einstellen. Größer Wurster Schaden, Mr. Robertson. Trefferquote 92%, neuer Rekord. Am meisten Angriffe ausgeführt, James Taylor. Häufig sind angegriffen, auch Robertson und Taylor. Natürlich die beiden, die jetzt nicht von den Zuschauern sind. Mr. Egonson. Sprengschuss. Schieße einen Kugelhagel auf die Deckung eines Zieles, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören. Fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Unterstützungsfeuer. Das ändert sich. Da weiß ich nicht. Dann lieber Unterstützungsfeuer, oder? Schieße, dass es die niederhält oder Reflexschuss ermöglicht, wenn es sich rührt. Zielsicherheit ändert sich 50%. Nehmen wir mal mit. Letos. Herzlichen Glückwunsch zum... zur Beförderung. Scan-Protokoll. Kremlin löst ein Scan des Gebiets aus, um den Sichtbereich der Spezialisten für eine Runde stark vergrößert und versteckte oder getarnte Feinde im sichtbaren Kreis aufdecken. Finde ich gut. Sanitäter kümmern nachher. Oh, aber Medikit sind zwei. Nicht beides ist gut. Erstmal Sanitäter. Scan-Protokoll holen wir später dazu. Unser Scharfschütze hat blitzschnelle Hände. Angriff kostet keine Aktion mehr, da bist du toll. Und dann haben wir's. Wir haben einen Schaft. Fehlschüsse fügen dem Ziel immer noch einen Schaden hinzu. Das ist auch sauber wert. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Und Angst vor Betäubungslanzenträgern hat Mr. Letos. Außerdem, Kameradschaft Stufe 1 erreicht. Mr. Robertson, Mr. Sengir. Herzlichen Glückwunsch, Kameradschaft stärken. Foto erstellen. Ja, okay. Gönn mal. Sehr schönes Foto. Raus hier. Jetzt heißt es warten. Ne? Wir haben das Energierelais, wir haben die Werkstatt am Bauen, wir haben Widerstandsring und die verdeckte Aktion ist in 4 Tagen erst fertig. Dann werden wir einen neuen Ingenieur hier reinstellen. Haben wir nicht einen Ingenieur dran bekommen? Nee. Und stelle mit Westeuropa Kontakt her. Ja, ja, ja. Ansonsten sieht es gut aus. In 9 Tagen werden wir in der Lage sein, den Mimic Beacon zu bauen. Und haben jetzt die Möglichkeit, den Kontakt weiterherzustellen, den wir ja schon angefangen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.